So, und wir kommen zum lang erwarteten und von mir lang ersehnten Vorinterview. Und mal wieder Okraner, Flex zu meiner Linken und zu meiner Rechten unser wunderbarer Hanso. Und wie geht's dir? Gut, gut. Ich habe gehört oder habe gesehen, dass du den Weihnachtsmarkt in Köln entdeckt hast. Ja, auf jeden Fall. Das muss ja sein. Wird auf jeden Fall lustig, aber naja gut. Weihnachtsstimmung ist scheint bei MTW ja gestern so ein bisschen vergangen zu sein, nachdem ihr unerwartet gegen SK verloren habt, oder? Nach ungefähr 5 Minuten des Überlegens sind wir auch schnell feiern gegangen und dann hat sich das ziemlich schnell wieder gelockert. Und heute sind wir guter Dinge, das alles anders zu machen als gestern. Also ich denke mal... Habt ihr irgendwie kurz analysiert, was so die 2, 3 Knackpunkte waren? Da haben wir gar nicht groß weiter drüber nachgedacht. Natürlich hat man halt überlegt, woran es gelegen hat, keine Ahnung. Auf ein eindeutiges Fazit sind wir nicht gekommen. Aber da Train jetzt eh aus dem Map-Pool ist, bis zum Finale erstmal, müssen wir uns da nicht weiter drüber Gedanken machen. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die nächsten Maps. Und welche Map würdest du dir dafür wünschen? Oder welche 2 Maps würdest du präferieren vielleicht? Also generell ist es mir egal, aber das 2 wäre schon schön. Ist mir egal, aber das 2 wäre gut. Das ist natürlich eine super Aussage. Bei dir, wie läuft es bei euch? Gestern ja eine Niederlage kassiert, die ja, relativ deutlich war gegen Mousesports. Man hat von dir so ein bisschen Aufbäumen gemerkt, muss man sagen. Du hast versucht, Gas zu geben. Dein Team ist nicht ganz mitgezogen. Habt ihr euch da nochmal zusammengerissen, nochmal zusammengesetzt und geschaut, okay, gegen MTW ist doch eine Chance, weil wir haben ja Loser Bracket Erfahrung. Zusammenreißen versuchen wir uns, zusammengesetzt haben wir uns nicht mehr. Wir sind relativ schnell nach Hause, auch getrennt voneinander. Gegen MTW, neues Spiel, neue Map, ist alles offen. Von daher werden wir versuchen, es besser zu machen als gestern. Meinst du, dass ihr es vielleicht schafft, gegen MTW auch eure große Stärke der vergangenen Saison, das Teamplay hinzubekommen, also die Abstimmung im Spiel selber, oder wird das wieder auf der Strecke bleiben? Ich denke, das sieht wie gestern aus. Das wird auf der Strecke bleiben und wir werden versuchen, MTW mit dem zu schlagen, was sonst noch übrig bleibt, nämlich dem, was jeder Einzelne von uns kann. Jeder Einzelne reinbringen kann in das Spiel. Wenn du so ein Team siehst, das so vom Auseinanderbrechen ist, dass so wenig Teamspirit noch am Tag liegt, was hast du da für ein Gefühl? Du bist froh, dass es bei euch anders ist? Ist es bemitleidenswert oder was hast du da für Empfindungen? Also letzte Saison war es ja schon eine ähnliche Situation bei Ukraine oder zumindest haben das die Gerüchte gesagt. Deswegen ist es eigentlich für uns dieselbe Situation wie letztes Jahr, nur dass das leider im Loser Bracket stattfindet, das Ganze. Und man denkt da gar nicht weiter drüber nach. Auf jeden Fall werden wir das Spiel ernst nehmen und ich denke doch erfolgreich für uns abschließen. Okay, wir wollen jetzt gar nicht viel länger machen und wollen deswegen gleich mal zur Map-Wahl kommen. Wie gesagt, ich muss wieder als Glücksfee herhalten. Wir haben hier keine anderen Glücksfeen gefunden, die sich da bereitgestellt hätten. Und ich versuche mal hier ein bisschen was an Mischung hinzukriegen. So, ich bleib bei diesem hier. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass mir jetzt irgend so eine komische, sehr CT-lastige Map entgegengesprungen ist, aber ich weiß es natürlich nicht. Ich schaue rein. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Nein, es ist nichts. Koppel. Oh, jetzt habe ich es zerrissen. Ich halte es trotzdem mal hin. Es ist DE Inferno, die Map, auf der wir die Spieler sehen werden. DE Inferno, also für MTW und Okraner. Und das gibt uns ganz kurz mal Gelegenheit, über die Map zu sprechen. Du bist eher gut angetan davon, Inferno? Ja, also unsere Form auf Inferno ist wohl besser als die auf Train. Also kann man von einem interessanten Match ausgehen. Würdest du das bestätigen? Inferno ist ja dann doch sehr teamlastig. Man muss sich viel abstimmen, man muss viel miteinander sprechen, man muss sich gut koordinieren, wenn man eine Chance haben möchte. Ist das eine Map, die euch gerade sehr ungelegen kommt? Nicht unbedingt. Also ich gebe dir recht, das ist ähnlich wie bei Train, sehr aufs Team basierend. Die Lieblingsmap meines Teams wäre das 2 gewesen, aber ich persönlich habe auf Inferno gehofft und hoffe, dass das ein gutes Zeichen ist. Ich bin gespannt, weil ich kann hier One-Man-Machine Flex mal wieder ein bisschen was rausreißen und ich hoffe auf ein sehr interessantes Match. Dann seht ihr endlich auch wieder Nick Adams wieder, den ich schon sehe, dass er sich am Moderationstisch eingefunden hat und insofern wir sagen, wir machen ganz kurz einen kleinen Break, sind dann wieder da vom Moderationstisch mit dem Spiel MTW gegen Ukraine. Bis gleich.
Moderationstisch, an dem ihr uns gestern schon begrüßen durftet und wir euch vor allen Dingen begrüßen durften. Und jetzt geht's weiter mit 3 Counter-Strike-Matches und die werden es allesamt in sich haben. Um das, was ich vorhin auf der Bühne gesagt habe, nochmal besser vor sich zu sehen, wollte ich euch mal einladen auf die Final-Webpage der ESL Pro Series. Da könnt ihr mir gerne folgen und dort gibt's dann auch nochmal den Turnierbaum für Counter-Strike und da seht ihr die Matches, die wir gleich zeigen werden. Also MTW gegen Ukraine ATE, das ist die erste Runde im Loser Brackets und die, naja gut, MTWler, die haben nicht unbedingt erwartet, da jetzt sich wiederzufinden. Ja, das auf jeden Fall. Und was man aus dem Team auch hören kann, ist, dass sie sich um einiges besser vorbereitet haben und den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen wollen, so wie sie es bei Skarfon gemacht haben. Weil muss man sagen, da haben sie sich doch, haben sie doch einen Bock geschossen. Das hätten sie von sich selber nicht gedacht. Als zweites Match haben wir dann die beiden Gewinner des gestrigen Tages. Das ist zum einen Mouseboards, die sich gegen Ukraine souverän durchsetzen konnten und zum anderen SK, die ja den Überraschungserfolg geschafft haben. Die beiden treffen also aufeinander. Aus dieser Partie wird es einen Sieger und, ups, einen Verlierer geben. Ja. Und der Sieger, der hat dann für heute erstmal Schluss, kann morgen wiederkommen zum großen Overall-Finale. Der Verlierer, der muss spielen entweder gegen MTW oder Ukraine, je nachdem, wer sich denn dann dort durchsetzen wird. Also ihr seht also 3 Matches, 1, 2 und dann auch hier das dritte und ich denke, das wird richtig, richtig interessant werden. Die Map jetzt ist die Inferno, freue ich mich drauf. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Vor allem bei MTW wissen wir, dass sie sehr, sehr gut sind auf Inferno. Da haben sie Mouseboards beispielsweise schlagen können und da kann man bei ihnen auf jeden Fall wissen, dass sie was reißen. Auf der anderen Seite bei Ukraine bin ich mir nicht so sicher, inwieweit ihnen die Map liegt, inwieweit sie jetzt noch Zeit haben, die Map zu besprechen. Und ich meine, dieses Ganze bei Ukraine von wegen, ja, wir haben nicht trainiert und so weiter, das nimmt ihnen sowieso keiner ab. Trotzdem liegen sie, glaube ich, ein bisschen hinterm Pensum. Wobei in dieser aktuellen Situation, wenn man in Flex Augen sieht, dann nimmt man ihnen das ausnahmsweise schon ab. Also muss man schon sagen, die Jungs sind ziemlich niedergeschlagen, reden kaum miteinander und selbst das Einspielen haben sie getrennt voneinander, also getrennt von Flex gemacht. Also ich muss sagen, da ist wohl ziemlich viel böses Blut geflossen. Ich finde es schade, dass ein Team dann so auftreten muss auf den ESL Pro Series Finals. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schade, gerade für wirklich für so Spieler wie den Flex, der dann vor dem Match alleine unten sitzt. Das erwartet man von ihm nicht und dann dieser Teamzusammenhalt, der eigentlich bei Ukraine immer da gewesen ist und mit dem sie auch die Finals geschafft haben. Dieser Teamzusammenhalt, der scheint einfach nicht mehr da zu sein, der scheint einfach irgendwie gebrochen. Diese Freunde, die sie ja waren, die scheinen Probleme miteinander bekommen zu haben und anstatt dann vielleicht zu sagen, okay, wir spielen das jetzt zu Ende, wir haben noch die Chance zu gewinnen, wir haben die Chance, unseren Titel zu verteidigen, wir haben vor allem aber auch eine Chance, eine Stange Geld mitzunehmen. Kohle, genau. Kohle, spielt ja auch immer eine Rolle. Ihr habt also den Turnierbaum gesehen, wir haben euch gesagt, welche Matches wir nachher noch haben werden. Das gibt uns noch genug Zeit, um auf BetOG die aktuellen Quoten zu checken, denn die sind ja für uns auch immer so ein kleiner Indikator, wie das Spiel in der Community bewertet wird. Und Ukraine vs. MTW ist hier noch ganz, ganz weit oben in der Liste, ist ja auch ganz aktuell, noch nicht gestartet. Go, go, go. Na, da dauert es ein bisschen bei der BetOG-Seite. 3 Milliarden Leute, die jetzt wetten wollen. Ja, eben, ganz genau. Jetzt haben sie von uns die Anmoderation gehört und wissen jetzt die ergänzten Fakten und denken sich, alles klar, mein Pausenbrotgeld für Montag, das verwette ich jetzt oder mein komplettes Wochen-Monatsgehalt verwette ich jetzt und will natürlich auch mal ein bisschen Geld rausholen. Wer sich als Fußballspezialist irgendwie ausgibt, der hätte eigentlich gestern auch die Gruppengegner von Deutschland einfach mal erraten können. Denn du nimmst einfach die schlechtesten Teilnehmer eines Turniers und gibst die in Deutschlands Gruppe rein. Dann hast du eigentlich schon die automatische Gruppe zusammengesetzt. Also was du jetzt gerade sagst ist, du unterstellst der FIFA-Auslosung Schiebung. Nee, ich unterstelle den Deutschen irgendwie Matschlack. Muchus Lackus. Masslack. Masslack, ja. Masslack, wie der gemeine WC3ler sagen würde. Wir wollen uns ganz kurz die Quoten anschauen und da ist Ukraine, favorisiert, muss man sagen. Und zwar sind wir bei Real Money und beim Echtgeld wurden über 200 Euro ausgegeben oder gesetzt auf Ukraine ATE. 1,6:1, da müssen die Informationen haben, die ich jetzt noch nicht habe, denn ich weiß nicht, ob ich mein Geld da anlegen würde. Oder du hast mehr Informationen als die lieben Zuschauer und die Leute, die hier ihr Geld verwenden. Aber eine hervorragende Situation, um hier zu wetten, würde ich mal sagen. Also absolut. Sehr, sehr gut hier zu wetten. Habe ich hier Geld? Ich meine, ich würde auf jeden Fall wetten, denn MTB mit einer Quote von 2,2:1. Ich würde, glaube ich, alles Geld, was ich besitze, einfach drauf
hauen. Ja, denn, dann hast du alles Geld, was du besitzt, verdoppelst. Denn erstens hast du eine sehr gute Quote und zweitens eine sehr große Erfolgschance. MTV als klarer Favorit in meinen Augen, wenn man sich das Team hier vor Ort anschaut, das bildet alles andere als eine Einheit, Okrana ATI. Aber wie gesagt, es kann ja sein, sie haben viel Loser-Bracket-Erfahrung, sie wissen, wie man aus so einer Situation wieder rauskommen kann und vielleicht ja, hilft das. Ja. Ja, sicher. Und ich meine, man darf auch den Jungs von Okrana den Skill nicht absprechen, den sie haben, den jeder einzelne Spieler hat. Und der Gore hat zum Beispiel gestern gesagt, man kann ganz, ganz schwer gegen die anderen deutschen Teams mit Taktik spielen oder mit einer Taktik, die nicht komplett neu ist, weil die Spieler und Teams, die kennen sich so lange schon untereinander und wissen ganz genau, wie der andere spielt, was der andere für eine Taktik hat. Und da kann vielleicht Okrana mit irgendwas brillieren, können vielleicht aber auch durch schnelles Spiel brillieren, durch aggressives Spiel. Da gibt es ein paar Sachen, von denen man weiß, dass Okrana die da was reißen kann. Aber dafür muss natürlich auch die Motivation da sein. Und ich habe vorhin auch nochmal mit Nuki geredet und Yuki scheint, was die Motivation angeht, da ein bisschen geknickt zu sein. Ja, weiß nicht genau, warum es ist. Nuki hat seine Freundin dabei. Eigentlich müsste er hochmotiviert sein. Ja. So, wir wollen uns jetzt mal eine die Map anschauen. Und es funktioniert wieder. Gestern habe ich ja gelitten. Ja, gelitten. Aber heute ist dieses Grafiktablett sehr gnädig zu mir. Und deswegen wollen wir uns die Map Inferno anschauen. Hi, sage ich erstmal. Ne? Kennt das? Hi. So. Das ist natürlich der kleine Bomb-Spot. Das ist der große Spot. Das ist die Attacker Base und die Defender Base, damit auch jeder weiß, wo wir denn hier starten. Als Defender, lieber Nick. Als Defender würde ich auf jeden Fall einen auf dem B-Spot positionieren, der ja, kann hier schauen, kann aber auch bei der Sniper-Pose schauen, wo man eigentlich, wenn man um die Ecke kommt, immer hinzieht und kann da halt variabel auf dem Spot rumspringen, wo er gerade Lust hat, dass, wer das jetzt genau sein wird. Wobei, diese Position hier, die ist ja auch sehr variabel, oft vielleicht auch hier drüben einfach und schaut dann hier quasi rein, schießt einfach mal präventiv durch Wände etc. pp., also ziemlich flexibel. Ja, das ist auf jeden Fall der zweite, der am B-Spot ist, der fungiert auch als Springer, also da muss man dann ein bisschen, man kann ja seinen Gegner ein bisschen einschätzen. Präferiert der B-Rushes, dann stellt man natürlich zwei Leute da auf den Spot. Präferiert er eher weniger B-Rushes, dann zieht er sich ein bisschen zurück, hängt vielleicht noch CT-Base rum, um wenn jemand durch die Mitte durchbricht, aber zwei Leute am B. Allgemein braucht es sehr, sehr viel mehr Aufwand, den A-Spot zu decken, denn der ist ja wirklich löchrig wie der Schweizer Käse. Das auf jeden Fall. Sehr schön gesagt, Alexander. Und wir haben dort auf jeden Fall einen, der oben die Galerie deckt. Es gibt drei Positionen, die zu vergeben sind. Es gibt drei verschiedene Stellen, an denen der Attack starten kann. Ja, also müssen ganz einfach diese drei Positionen gedeckt werden. Einmal die Mitte natürlich, große Position. Dann natürlich die Galerie, ob jetzt oben in der Galerie ist oder unten im Sandkasten. Und im Sandkasten ist meistens ein bisschen beliebter. Und natürlich auch den kleinen Balkon, den muss man natürlich auch noch decken. Wer das dann im Endeffekt macht, keine Ahnung, aber es gibt eben diese Position, die man decken muss und wie man dann im Endeffekt die Leute aufstellt. Ob man zwei im Sandkasten macht, nur einen im Sandkasten, ob man welche in die Bibliothek reinstellt, das kann man sehr variabel sein. Das heißt, du würdest mal sagen, einer zum Beispiel hier als Defender, Sandkasten. Du kannst zum Beispiel einen auf die Roman-Pose stellen. Die Roman-Pose, ganz und genau. Und du kannst einen vielleicht würde ich hier noch innen auf den Spot stellen, weil sonst braucht man die Roman-Pose ja nicht, wenn vorne einer steht, genau. So, und der kann auch so hier Richtung Balkon schauen. Genau, ne? Der aus dem Sandkasten, der schaut geradeaus und deckt die andere Seite. Schön. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ich glaube, die Grafik drücken wir kurz aus und geben sie beiden Teams nochmal in die Hand, damit das auch so läuft. Und ihr seht, als Defender auf Inferno kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Wird also auch mitentscheidend sein, wie man dort steht. Ich lege es mal an. Oh, ich wollte es nicht auf die Maus legen. Das ist übrigens hier natürlich eine wunderbare G7-Maus. Die beste Frage. Die geht heute raus, ne? Die beste Frage war, mit Kabel oder ohne? Ja. Ja, und? Mit oder ohne Kabel? Keine Ahnung. Müsst ihr nachschauen, meine lieben Zuschauer. Auf der Logitech-Seite könnt ihr das nachschauen. Hervorragende Maus übrigens. Habe ich zufälligerweise auch an meinem Arbeitsplatz. Ganz großer Zufall. Zufall. Ja, ja. Mach mal nichts, oder? Ja. Konntest dich nicht wehren. Ich danke Jonas an dieser Stelle. Wie dem auch sei. Also, das sind die Logitech-Mäuse. Die gibt es auch gleich nochmal für euch, für das Publikum nach diesem CS-Match. Aber, wie gesagt, wir wollen uns konzentrieren auf das, was uns die Spieler zu bieten haben und ich das sehe schauen wir einfach mal. Ein Server. Ja. Vorher schauen wir uns natürlich nochmal das System an, auf dem sie spielen. Ja. Das wollen wir einmal an dem Abend machen. Ist natürlich bei Warcraft immer gewürdigt worden. Bei CS wollen wir es genauso machen. Und das ist das Ding. Das Ding, ja, das Ding hat einen Namen, Shuttle XPC und das System ist bekannt, wird mehrmals am Tag von uns gehuldigt und da haben wir schon
den ersten Spieler. Und da haben wir gesehen, Capio, ja, der macht sich nochmal zurecht. Ich finde, Capio ist immer sehr, immer sehr massiv angezogen. Ja, ich meine, du kennst das doch selber als Südländer, ja, ne? Als Iraner, da friert man ja halt ein bisschen. 10 Pullover und so. Ja. Na gut, aber ich glaube, wir machen weiter mit den Player-Sheets. Dann haben wir noch genug Zeit, über die Pullover zu philosophieren. Und er mag es etwas wärmer. Ich meine, die Räume sind auch schon so warm genug eigentlich. Trotzdem unser Navid. Ganz außen sitzt er hier. Kommt aus Bonn, was ihn auch sympathisch macht. Ist eigentlich eine Kulturstadt. Und hat hier wirklich lange Zeit jetzt hier Zeit gehabt, sich einzuspielen. Also beide Teams, die können nicht meckern, wenn sie nicht genug Einspielzeit hatten. Und der war, glaube ich, der Erste auch im Game Room, der saß und schon sein Zeug aufgebaut hat. Für ihn, er ist vielleicht noch der, der es richtig noch ernst nimmt bei Ukraine. Der einfach noch sagt, okay, wir wollen ja nochmal was reißen, wollen ja nicht als Vierter aus dem Turnier gehen. Aber wusstest du, dass er uns nicht traut? Bitte? Er traut uns nicht. Er traut uns nicht? Nee. Nee, keinen Meter, ich weiß. Nee, erzähl dir nichts und so, das ist ja CIA und BND und alles. Als wir irgendwann mal auf ESL-TV ein paar Vermutungen angestellt haben, da kam direkt am nächsten Tag ein Query von ihm, wo er sagt, wieso sagst du sowas? Ich sag, ja, ist mein Job. Ist mein Job, ja. Erstmal ist mein Job, zweit scheißegal, mach ich gerne. Das ist das Silent übrigens, den haben wir schon was länger im Bild jetzt, da ist die Kamera schneller als unser Wort, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Silent, der beendet seine Karriere erstmal vorläufig nach diesen Finals und ich bin gespannt, wie lange du auch? Ich habe mit ihm gesprochen, ich muss sagen, er hat sehr, sehr gute Gründe. Also er ist jetzt im letzten Ausbildungsjahr, möchte da nochmal richtig Gas geben und ich denke, eine Auszeit ist es ja viel mehr eigentlich, denn wirklich wegkommen tut man nicht, aber eine Auszeit, eine vernünftige, macht schon Sinn, um dann später wieder richtig angreifen zu können. Also Silent, auch nominiert für den MVP. Also hat er nicht die Lust am Spiel verloren oder so? Ja, oder gesagt, man kennt das, ab und zu hat man halt weniger Lust, aber wenn man eine kleine Pause macht von einem halben Jahr oder von 12 Monaten, da kann man wieder voll motiviert angreifen und ich denke, das macht einen dann im Endeffekt nur besser. War auch nominiert für den MVP Award, also hat es unter die Top 5 der besten Spieler der ESL Pro Series geschafft. Das ist auch eine Bestätigung für seine Leistung, für sein Können. Und wir machen mal weiter mit dem nächsten Spieler, das sollte Flex sein. Und Flex kam zum allerletzten Drücker, um hier aufzubauen. Ja. Aber ich glaube, er wollte sich nicht allzu lange dem Team aussetzen, ist meine Vermutung. Ja, also die Stimmung in dem Team, das ist katastrophal. Die Stimmung, die geht gesehen. Auf jeden Fall. Habe ich noch nie erlebt. Auf genau, die schlechte Stimmung, die geht auf jeden Fall hier von Flex aus oder Flex gegen das Team. Keine Ahnung, wie man das jetzt beurteilen soll. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, er hat ja trotzdem noch die zentrale Position der Mitte. Man hat ihn jetzt nicht nach außen gesetzt, er hat gesagt, Navid, setz dich mal in die Mitte. Und Flex setz dich mal nach außen und gib da Ruhe und block uns nicht. Nee, er macht auch die Interviews, spricht also auch für das Team. Die anderen reagieren auch sehr, sehr trotzig, sagen, nee, der Flex, der macht das, der hat die Verantwortung da und so. Also man ist auch so ein bisschen trotzig. Trotzdem, Martin, er hat gestern richtig Gas gegeben. Ich muss sagen, also Respekt, er wollte sich da nichts ankreiden lassen gegen Mausports vor allen Dingen. Es fällt vor allem auf ihn selber zurück, wenn er schlecht spielt. Also das muss man wirklich sagen, da hat er nichts davon, hat keiner was davon. Und er hat, wie gesagt, auch versucht, das einfach direkt zu begraben, diese Vorurteile, und hat uns eine gute Leistung gezeigt. Vielleicht kann sein Team da anknüpfen. Wir machen weiter und da sitzt Nuki und ich glaube dahinter Anhang, sprich Frau, dürfte dahinter sitzen. Ja, sehe ich jetzt nicht ganz. Ja. Rechts daneben, da wo jetzt die Bauchbinde kommt. Da haben wir also Nuki und auch er amtierender ESL Pro Series Champion, weiß also, wie man so ein Ding gewinnt. Hat sogar die entscheidende Runde geholt für Ukraine. Also ich erinnere mich, das Video habt ihr auch ab und zu mal gesehen am heutigen Abend. Ja, beim Nuki eben, der hat so Leistungsschwankungen. Manchmal ist er wirklich unfassbar gut und dann spielt er wieder gerne mal desolat. Er spielt eigentlich immer einen Ticken schlechter als der Rest. Aber wenn es darauf ankommt, wenn es dann nur auf ihn ankommt, dann ist er der überragende Mann auf dem Server. Also da muss man sagen, hat er wirklich Talente, sich da in Szene zu setzen und die wichtigen, die Big Points zu machen. Last but not least, Gully, der sich immer mehr auch zurückzieht, finde ich. Der ist da nicht mehr der große Kommunikator im Team und hat ein bisschen vielleicht auch Lust verloren, mit diesem Team zusammenzuspielen. Ich weiß es, ich kann es nur vermuten, ich kenne ihn etwas länger und mein Gott, solche Phasen gibt's. Finde ich schade. Der Gully hat vor allem ein schönes Maskottchen dabei. Kann man das mal sehen und auch anmachen? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, der hat da so ein kleines boxendes Kanickelchen mit Batterie, was er da hier hat. Dieses, was man von wie hieß man die Batterien von Duracell? Duracell, ja, genau so ein Ding hat er da rumstehen. Na gut. Ob es ihm was nützt,
Nur wenn das über Romans Tastatur laufen lässt vielleicht, aber sonst nicht. Wie immer sei, wir machen weiter mit MTW und da fangen wir natürlich gewohnt an mit Roman Ausserdorfer und der hat vorhin zwar die Mütze abgenommen, haben sich aber bewusst auf dem Weihnachtsmarkt rumgetrieben in Köln, um sich alle mal einzukleiden und sich als Nikoläuse selbst zu beschenken heute Abend. Modestadt Köln und die Jungs ziehen sich solche super Kappen auf. Ich weiß nicht, ob das förderlich sein wird, gerade die Hitze, die sich da entwickelt unter so einer Haube. Das kann das schon für die Gehirnströmung leicht negativ sein, aber viel denken müssen sie vielleicht eh nicht. Genau. Ist alles gut aussehen tut es auch nicht, aber es ist lustig. Das sollst du besser nicht sagen. Zweiter daneben ist der Hanso. Und Hanso, ja, der hat das immer noch aus, das Knöpfchen. Vielleicht kann ich es mal anmachen. Die sind schon an. Das sieht man noch ganz schlecht. Da, wahrscheinlich ist die Batterie schon leer. Ja, er hat sich ganz entsetzt gezeigt, dass er gestern so kritisiert worden ist von uns. Aber naja, meinte er, ja, oh, ich habe so gut gespielt und so. Nee, hat er nicht. Gestern hat er nicht gut gespielt. Er hat eine Halbzeit, also ich glaube die CT-Runde war es, hat er wirklich gut gespielt. Die Checker-Runde war wirklich teilweise auch mies mit Frags, die er hätte machen müssen. Zu seiner Verteidigung muss man auch sagen, wir reiten auch ganz gerne noch ein paar Aktionen rum von ihm. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber die waren auch wichtig, die hat er auch vergeigt. Jeder hat seinen Anteil sicherlich daran, dass es nicht geklappt hat. Wir machen weiter mit dem Spieler, der sich in der Mitte befindet. Ihr seht, hinter jedem Team ist auch ein ESL Pro Series Admin und das ist der Ulti. Der Ulti, ganz genau. Was bleibt mir im Gedächtnis von gestern zum Ulti, muss sagen, der hat ein paar Akzente setzen können. Also er war jetzt nicht sehr schlecht, aber er hat so auf dem Teamniveau gespielt. Also er war jetzt nicht schlechter als die anderen oder besser als die anderen, aber er muss auf jeden Fall seine Leistung steigern, um hier gegen Ukraine zu gewinnen. Vielleicht werden wir ihn heute auch etwas mehr mit AWP sehen und AWP auf Inferno habe ich gut in Erinnerung. Deswegen mal schauen, ob die Jungs auch hier frisch ans Werk gehen. Daneben haben wir, oh Gott, wen haben wir denn daneben? Genau, den Hades haben wir da. Den Hades, selbstverständlich. Der österreichische Duo muss sich auch zusammensetzen, die ganz Mauer, klar. Die österreichische Bank, ganz genau. Und auch der Hades hat gestern ein bisschen enttäuscht. Nicht ganz so gut gespielt, wie man es von ihm erwartet, nach regulären Auftritten, die man von ihm sieht. Aber ich denke, auch heute wird er, wie das Rest des Teams, versuchen, das wieder wettzumachen und einen besseren Eindruck zu hinterlassen. Viel mehr muss man auch nicht sagen. Last but not least komplettiert das Team der Knight. Und ich muss sagen, um ihn wird es immer ruhiger. Also er ist gar nicht so der Lautsprecher, der Kommunikator. Er ist nicht der Typ, der hier bin ich, Achtung, kümmert euch um mich, sondern er sitzt einfach da und macht seinen Job. Genau, und den Job, da muss man aber auch mal ehrlichkeitshalber sagen, seinen Job hat er gestern aber gut gemacht. Richtig, also genau. Ich muss sagen, der ist der Einzige, mit dem ich eine solide Leistung prognostizieren würde. Und diagnostizieren und alles machen würde, ne? Attestieren wollte ich eigentlich sagen. Arzt oder Grafiker, was ist dein Traumjob? Ich hätte beides. Wie dem auch sei, das sind die 10 Spieler, die wir euch heute nochmal zeigen dürfen. Und ein Team, ja, für ein Team wird es quasi die letzte Vorstellung in diesem Jahr in der ESL Pro Series sein. Nächste Saison ist natürlich wieder alles neu, aber dieses Jahr wird dann beendet sein. Entweder für Okrana, den amtierenden EPS-Champion, oder für MTW, die letzte Saison mit ein paar Spielern im Finale gewesen sind. Also ich denke, das wird richtig interessant. Und ja, wir schalten das hier rüber auf den Server. Okrana gegen MTW, beides ATI-Teams. Ja, Win-Win-Situation für ATI. Aber haben sie auf den Fall, ist das sowieso. Und wir sehen hier, Okrana darf als CT starten. Sie haben ja einen Münzwurf, Messerrunde, was auch immer gemacht wurde, gewonnen, denke ich mal. Es ist auf jeden Fall hier für die Leute, für die Spieler immer wichtig, als CT anzufangen. Oder sie fangen lieber als CT an. Wir müssen gespannt sein, wer welche Position hat auf dieser Map. Ansonsten kann man sagen, MTW muss jetzt halt gleich mal Taktiken auspacken. Wir können es Ihnen nicht oft genug betonen, es werden nur bis zu 16 Win-Rounds gespielt. Das heißt, wir brauchen ja nicht alle 30 Runden zu Ende spielen. Das heißt, wenn MTW hier wirklich sehr stark aufspielen kann als Attacker, dann brauchen sie als Defender gar nicht mal so viel machen. Ja, wir sehen jetzt den ganzen Ladescreen. Normalerweise kriegen wir da noch den Game Room, den wir jetzt hier zum Beispiel sehen. Und das ist das Okrana-Team Silence, sehen wir da. Flex, weil ob es so viel Sinn macht, dass er sich in der Mitte positioniert, die Leute machen genau das Gegenteil von dem, was... Ja, wenn er den Mund nicht aufmacht, wenn er nicht kommuniziert, dann bringt es auch nicht so viel, wenn er in der Mitte ist, weil in der Mitte sieht man einfach auch von den Monitoren der anderen am meisten. MTW gegen Okrana, das ist das Match, live, Reese, das gibt's großen Applaus hier in Köln für beide Teams und ich hoffe, dass wir
ein schönes Match geboten bekommen. Und MTW mal wieder als Attacker. Gestern war das schon mal kein gutes Omen auf Train. Jetzt geht's offensiv und zwar relativ schnell. Nice, von Roman gegen Silent, der sich da zu weit nach vorne gewagt hat. Jetzt geht's schnell, Galerie hoch. Da wird's jetzt interessant für den Sandkasten. Wo haben wir den? Gladi, 49 Points, Flex mit auf dem Spot. Hier wird's interessant. Nuki sieht natürlich den Balkon. Wird da ein bisschen was an Aktivität feststellen dürfen. Carpio mit der Gran gegen Ulti. Und eigentlich müssten sich jetzt MTW langsam rausbewegen. Haben das Ganze nochmal gestoppt. Wir schauen, wo die Jungs sind. Und gehen jetzt dann doch wieder hoch. Also haben da kurz einen Break gemacht. Das Spiel verlangsamt, ein bisschen Verwirrung stiften natürlich. Carpio auf dem falschen Spot. Flex auch sehr statisch. Und Nuki und Gadi sind hier die Kollegen, die ja Besuch kriegen werden. Und Nuki sieht, der war's, sagt natürlich an. Gadi, 49 Points. Und die HE kann den ersten holen. Sollte jetzt vielleicht mal reloaden oder auf eine andere Waffe changen. Oh. Macht es für den Sinn, hier hintereinander zu stehen? Im Sandkasten einer natürlich. Sind sie schlecht rausgekommen? Ja, und gar nicht Okana gut. Macht hier doch eine gute Figur. Sind Decken hier gut, gut auf dem Spot. Und jetzt muss ich MTW was überlegen. Martin Frag Hanso gegen Gladi. Der hat noch 49 Points gehabt. 956, kommt auf dem Spot. Carpio ist da unterwegs. 21 Points noch. Sehr schöner Fake ist das gewesen. Roman kommt hier aber durch zusammen mit Knight auf dem anderen Spot. Und Carpio mit Flex, die beiden, die so gerne zusammengespielt haben und so lange. Oh, sehr Knight. Schön, der Knight. Double Frag, Headshot gegen Flex und zieht noch rüber auf Carpio. Wow. Hast schön, rein. Ja, schöner Burst-Mode, zwei Bursts, zwei Leute kippen, also eine sehr schöne Aktion von ihm. War auch ein schöner Fake, also die, der Gladi und Nuki, die haben zwar die, den Bombenträger nicht gesehen, aber wenn da schon zwei Leute, drei Leute rauskommen aus der Galerie, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass da die Bombe mit dabei ist. Andererseits, Carpio war ja immer noch auf dem anderen Spot. Hanso würde jetzt hier auf AWP gehen, sonst hätte er sich ja was kaufen können. Das ist immer so eine Sache, ob man dann in der zweiten Runde, wenn man die erste gewonnen hat, dann trotzdem noch eine Eco macht. Und versucht, wenn einer der Mates hier irgendwie droppt und dann nice. Sich aber auch noch vorne hinstellen, muss ja nicht sein. Schön von Carpio gegen Hanso, aber es war USP gegen USP gesagt, keine Weapon. Trotzdem First Strike und Carpio, der bewegt sich jetzt Richtung Mitte und will sein Team auf dem A-Spot supporten. Da wird auch die Action gehen. Flex wird allein gelassen, 26 Points. Den Luki hat er direkt angesehen. Nice. Sehr schön, Luki. Schön, 30 Points. Wird am Lack von Knight geholt. Der hätte lieber aus dem Haus gehen sollen, wusste aber natürlich nicht, von wo die Gegner kommen. Schön, vorn Gladi, 24 Points. Jetzt wird's eng für MTW. Es sind nur noch zwei verbleibend gegen vier Doppelsüberzahlspiel. Weapons können jetzt eingesammelt werden. Nahe gegen Flex. Das war auf dem B-Spot. Flex 26 Points left. Gehabt. Okay. Silent 44. Gladi im Sandkasten 24. Sollte besser abgeben, die Waffe vielleicht. Ja, die KG, die hat auf jeden Fall was gebracht. Warum gehen sie denn nicht in den kleinen Balkon rein? Dort müsste noch eine Waffe liegen. Oh, Carpio und Silent. Und das heißt Pistol Round Win für Okrana. Und dazu gehört schon jede Menge Disziplin. Aber selbst jetzt, in so einem Moment, ich sehe da keinen Ausbruch von Emotionen oder irgendwelche Reads. Ja, aber insgeheim lachen sie sich schon ins Fäustchen. Also wenn man die erste Runde abgibt und dann die Eco gewinnt, also das ist auch jetzt für MTW eine ganz üble Genickbruch Situation. Ist das. Ein absoluter Genickbruch. Jetzt sollten wir vielleicht im Gegenzug diese Runde gewinnen. Rush, schauen, ob wir einen Carpio reinkriegen, der sich wieder da aufhalten wird. Carpio als auch Flex. First Kill hier für Ulti. Uiuiui, das kann Gladi zweimal. Vermaß am Start. Nee, Galile, sorry. Gladi. Und Hanso hier mit der Diege. Einzige, der sich hier was gekauft hat. Bombe geplantet, aber kein Defender, keine Attacker mehr am Start, um zu defenden. 2-1 und das haben wir lange nicht mehr gesehen, auch auf den Pro Series Finals. Pistol Rounds. Wichtig aber natürlich gewonnen. Auch für MTW, dass sie die Bombe geplantet haben. Jetzt können sie in dieser Runde wieder kaufen. Okay,
trotzdem ärgerlich für MTV, muss man sagen. Also das hat auch direkt dann erstmal einen faden Beigeschmack für fast die komplette Halbzeit. Davon muss man sich auch wieder erholen, dass man eine Eco verliert. Ja, da werden sie sich auf jeden Fall auch zu Recht ärgern. Es ist nun ein Galil für Ulti. Der hätte lieber einen AWP oder einen AK gehabt, ganz klar. Hätte er sich gerne mitgesehen. Schön drauf geboostet. Kann Positionen werden abgeschossen und gilt für beide Seiten wohlgemerkt. Ja, aber beide Seiten haben es jetzt noch nicht getroffen. Okay, Silent hat ja eingesehen, soll jetzt ansagen, Yuki und Gadi müssen jetzt gleich mal kommen. Ulti Yuki ist aber schon down. Mit seiner Galil, jetzt geht sie schnell über die CT-Base. Ulti ein zweites Mal. Hat auf Volk gechanged. Knight kommt ebenfalls auf den B-Spot, aber da gibt es einiges zu tun für Capio. Ah, wird von Ulti Gold dritter Frag für ihn. Und damit ist es nur noch Silent Last. Nee, sorry, und Gadi. Ja, die werden jetzt Waffen saven, ganz klar. Da kommt man ganz schlecht auf den Spot drauf. Zu zweit, hier gegen fünf. Aber schau die Flex an. Drei Runden gespielt, vierte Runde ist das jetzt hier. Null Frags für ihn, ganz, ganz ungewöhnlich. Aber wie gesagt, ganz, ganz krasse Isolation, die ihm da im Team irgendwie fährt. Ja, die haben gesagt, Frags, stell dich mal da hinten auf den kleinen Spot und versuch den mal zu decken. Und vor allem Frags und Capio, die beiden, die früher so gute Freunde waren, dass die sich da zusammen auf den Spot setzen müssen und zusammen den Spot defenden müssen. Ich weiß nicht, ob das so gut klappt. 2:2 der Ausgleich. Kleiner Applaus bitte für MTB, die jetzt nochmal rankommen können. Das ist ja wirklich der kleinste Applaus, den ihr mir geben konntet, aber... Das ist gerade ein Gefühlsausbruch für Kölner, ne? Steigerungs... In Köln kennt man das nicht so. Irgendwie welche jetzt im Süden Deutschlands oder so. Du hast irgendwas gegen Süddeutsche. Na, überhaupt nicht. Reisvorteil. Nein. Die sind einfach sehr reserviert. Das ist ja auch in Ordnung. Aber in Köln ist man noch nicht reserviert. Ah, Ulti. Wir haben den Gadi offensiv reinlaufen sehen. Obwohl sie... Die Weapons haben. Weapons haben, ganz genau. Die beiden, Capio und... Flex und Silence und Nuki. Die beiden vier. Und der Gadi, der fehlt aber jetzt halt hier auf dem Spot. Ich meine, ganz klar, zu zweit müssen sie den Spot decken, können die Mitte nicht gescheit decken, Sagan muss hier die Mitte decken, die kommen jetzt über die Galerie. Die Bombe, die geht mit Knight. Was war das jetzt für eine Aktion? Von Weapon. Ah, Ulti, okay. Trägt dir die Weapon weg. Was ein unnötiges, weil der Gegner ja gekauft hat. Was hier scheinbar vernachlässigt worden ist. Also was sie scheinbar nicht wissen. Ja, wie unlogisch wäre das denn? Einer kann sich die Weapon kaufen, was macht er? Der rennt stumpf die Mitte rein. Nee, ich meine, Gladi hat seine Weapon noch gehabt aus der letzten Runde. Das weiß natürlich MTV ja, auch. Knight. Das ist typisch MTV-Spiel. Langsam aufbauen, sich was überlegen. Dieses langsame Spiel hat ihn... da haben sie ihre Probleme gehabt gegen SK beispielsweise. Ja, SK hat das einfach nicht zugelassen. Die ja. Haben sich da nicht... irren lassen. Schauen auf den Spot. Nuki hier etwas außerhalb. Die Position haben wir eingezeichnet. Da wird halt viel durch die Wand dann auch geschossen. Flex auf den Spot. Ja, macht K.A. ein. Frag macht das. Ein bisschen zu wenig. Ja, ganz schön Dorffeuer. Okay, Flex ist der Erste. Jetzt kann er mal zeigen. Schön. Zwei Frags. Und den dritten. Drei Frags für Flex. Ulti schön ist da Aktion. Eins gegen eins. Flex 42, Ulti 40. Ganz wichtige Runde. Und Flex wollte sich nicht zeigen. Da kann er jetzt zeigen, warum er so einen unglaublich hohen Marktwert hat. Und die Smoke, die hat er auch ein bisschen verhindert, dass Ulti gesehen hat, wo sich hier Flex befindet. Und macht den Frag! Sehr wichtig! Vier Frags für den Flex. Mein Gott, in einer Runde explodiert er. Das sind diese Eigenschaften, die ein Spieler wie Roman und Flex einfach dann auch mit sich bringt. Ja. Er muss einfach nur schön auf dem Spot stehen. Also man sieht auch, er kann den Spot auch alleine decken, wenn er sich da schön bewegen kann, schön zurückziehen kann und auf die Gegner einzeln warten kann. Jetzt wird MTB wahrscheinlich erstmal nicht mehr auf den Spot gehen. Ja, sehen wir auch hier die Mitte rauf. Oh, hartes Teamfrag. Ja, passiert. Ulti ist wahrscheinlich reingelaufen. Bombe kann aber jetzt relativ schnell geplantet werden. Silent und Yuki noch hier am Spot. Nice, von Roman gegen Nuki. Flex, jetzt wieder ein
anschließt an die letzte Runde. Schöner Fracking Hanzo, aber es sind nur noch 2 gegen 3. Aber trotzdem sollten sie diese Herausforderung annehmen. 4 AU, noch 4 Hitpoints bei Flex. Und jetzt denken sie ja wieder, okay, wird jetzt vielleicht wieder hier angetäuscht, dann geht es direkt wieder auf den Spot. Ne, sie ziehen sich einmal zurück. Ziehen sie komplett zurück. Ja. Denn 4 Hitpoints bei Flex, damit hätte er nicht mehr so viel gerissen. Und da wollen sie lieber die Weapons safen. Gar nicht so unvernünftig. Und das ist der Ausgleich für MTW 3:3. Und es bleibt weiter offen. Trotzdem, wie gesagt, diese 3 Runden von beiden Teams. Sehr gutes Match, das wir bisher sehen. Ja, das auf jeden Fall ist ausgeglichen. Ukraine kann noch mitspielen. Man sagt zwar, dass auf Inferno, dass man auf die Inferno eigentlich die vielen Runden als CT holt, dass man als CT ein bisschen bevorteilt ist, aber. Ja, halte ich für ein Gerücht. Ja. Andererseits sind die Bombspots relativ weit auseinander. Du kannst aber ziemlich viel auch flexibel. Schön gesessen. Kannst sehr flexibel sein als Attacker einfach. Ja, du kannst dir sehr lange offen halten, wohin du gehst vor allem. Kannst dadurch sehr schön faken. Okay, Capio sieht hier ein paar vorbei. Jo. Was macht er? Schieß doch mal, mein Freund. Oh, sie haben alle. 2 holt er. Flex legt nach, 100 Hitpoints. Okay, sie haben komplett umgestellt hier. Was die Positionen angeht, Flex und Carpi jetzt ab von uns. Nur Kino mit USP oder was? Sieht danach aus. Und passiert hier direkt mal gegen Hanzo. Bombe geplantet. Sehr schön. Also das Aiming von Flex ist wirklich sehr schön. Und er will da durchdrücken. Oh, schade. Schön gedacht, aber Hanzo hat mitgedacht. 4:3 die Führung. Für MTW 73 Points waren dann noch übrig, also hat er überhaupt nicht getroffen. Der Flex hat trotzdem schön gedacht, hat eigentlich angesetzt, um durchzudrücken, hätte aber nicht gereicht. Also hat er schon richtig gehört, die Schritte, die der Hanzo da gemacht hat. Und im Endeffekt dann richtige Entscheidung abzubrechen, hätte nur ein bisschen besser sitzen müssen, das Aiming. Die jetzt hier bei Flex, ansonsten USP. Nuki. Ich weiß nicht, soll jetzt hier reingehen und mal die falsche Mitte runterschauen, ob dort jemand kommt. Hier bei dieser Position, da kann man, wenn man sofort einen Headshot setzt, dann kann man direkt sich eine Wache abstauben. Aber, haben wir auch vorhin schon gesehen, dass er das schön gemacht hat. Deswegen, oh, ja, die alles daneben. Flex ist schon down, das war am anderen Spot. Hat Hanzo mitnehmen können. Klar, die versucht es jetzt mal von hinten. Nuki 42 Points. Ja, die kommt jetzt hier sehr offensiv. Capio auch mit Diegel. Mit Diegel, schön. Ja. Obwohl Hanzo kein Österreicher ist, verstehen wir trotzdem nicht, was er sagt. Und sie sollten jetzt vielleicht den anderen Spot denken. Aber jetzt wird die Attack über die Mitte. Gerade jetzt geschafft, hinter die Jungs zu kommen, konnte es nur mit den Roman holen. Es hätte hier vielleicht auch nochmal den Eisenhörn, hat ihn auf jeden Fall schön angeschossen. 28 Hitpoints hier für ihn. Ulti der Bibliothek. Carpio. Ja, 2 gegen 2. Haben auch Waffen, aber Gerade ist ziemlich low. 11 Hitpoints. Aber die Weapons sollten sie eher safen, als da ist, um reinzugehen. Ja, wobei. Ja, das 28 und 15. Ja, gut, es kann hinkommen, aber Carpio ist jetzt auch hier in der CT-Base. Gladi, na gut, er versucht es auch nochmal über hinten aufs Spot zu kommen. Sie hätten Geld, sie brauchen. Safen ist nicht. Sie brauchen das, die Weapons jetzt nicht, sie haben nämlich das Geld für die nächste Runde. Aber jetzt kippt der Carpio und Gladi sieht, okay, der Ulti ist da in der Bibliothek und den da rauszuholen von der Position, wo er jetzt gerade ist, das wird ganz schwer. Behält über die AK für die nächste Runde. Und das dürfte das 5:3 sein. So ist es 5:3 und Hades verliert hier nochmal seine Baum. Kleiner Applaus bitte für trotzdem für MTW und dafür hat er die Taschendisco auf dem Kopf. Ja, die fehlt bei Ukraine, aber die scheinen. Ich glaube nicht, dass sie die brauchen. Ich glaube ich auch. Ich glaube, die strahlen auch so. Ich glaube auch nicht, dass der Flex der Typ dafür ist, sich sowas anzuziehen. Er ist aber eine MVP geworden, wäre schon so. Vielleicht eher nicht. Er ist bei solchen Sachen, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger. Aber er macht sich da nicht so gern zum Affen. Leid mit der Bombe in der Mitte. Hier
kann man auch direkt nochmal auf das kleine Dach schauen, ob in der Mitte jemand offensiver steht. Aber die Ukraine-Aufstellung, die ist nicht so offensiv, die steht nicht so weit vorne. Haben wir auch schon anders gesehen. Wir haben auch schon Tower gesehen und irgendwelche Offensivbewegungen über die Mitte. Aber das macht man natürlich auch immer vom Gegner abhängig. Ja. Hanzo First Fair gegen Silent. Die Ukraine lässt auf jeden Fall MTW hier schön die Mitte raufkommen. Und in der Galerie relativ weit vorne, wobei da oben jemand in der Galerie gerade gekippt ist. Das war der Silent, ja. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Capio wird jetzt hier auf Hanzo treffen, falls der Hanzo da... Nee, Hanzo war auch im anderen Spot Bombage wieder geplant hat. Nuki ist sehr, sehr gerne in dem kleinen Sandkasten. Fast in jeder Runde befindet er sich da drin. Langsam wird es ein bisschen vorhersehbar. Ja, da auch gar keinen Bock, sich da irgendwie auseinanderzusetzen. Capio und Flex, die gehen auch in die Rückwärtsbewegung und Nuki macht es ihnen gleich. Also gar kein großes Risiko eingehen, versuchen nur die Runden zu holen, die man realistischerweise auch gewinnen kann und sich da gar keine Unterzahlsituation irgendwie hin. Ja, was auch nicht schlecht aussetzen. Ist, aber da sieht man auch, wie viel Respekt Ukraine hier vor MTW hat. Ganz klar, muss auch sein. 6:3, 9 Runden sind gespielt und MTW sammelt diese wichtigen Attacker-Runden auf Inferno. Ja, 6 Runden noch. Die kann MTW, wenn sie so weiterspielen, so kontrolliert, zwar ein bisschen behäbig, aber kontrolliert, dann können sie dann, wenn sie gereicht ist, haben, hier noch die restlichen 6 Runden zu holen und dadurch ist dann vielleicht sogar das Match zu sichern. Roman, First Frag, ganz offensiv wird jetzt hier, Ukraine. Nachdem wir in der letzten Runde gesagt haben, sie stehen ein bisschen zu defensiv da, Flex rennt es hier vor, kommt wieder zurück. Jetzt wollen sie ihren Gegner unter Druck setzen. Nein, gegen Silent, oh Gott, der ist jetzt relativ schnell gekippt, jetzt ist es in einer 3 gegen 5 Situation. Der Next Frag muss von Ukraine sein, aber wie gesagt, die gehen jetzt auch gar nicht hin. Flex wieder auf seiner beheimateten B-Position. Gladiator hier auf die Base wartet, macht auch den Frag gegen Hanzo. Versuchen jetzt den einen oder anderen nochmal rauszuholen. Aber MTW hat einfach viel zu viel Geld. Also, ich meine, ob da eine AK mehr oder weniger gekauft wird, das interessiert die kein Stück. Und alle sind sie jetzt. Oh. Alle sind sie jetzt auf dem B-Spot und warten auf bessere Zeiten. Vielleicht auch besseres Wetter, aber. Das ja. Wird keine Runde geben, damit 7:3, 10 Runden gespielt. Knight holt nochmal den Gladi, der hätte sich davor bewahren können. Und Ukraine, trotz aller Weapon Saves, sollten sie auch mal die Herausforderung annehmen und einfach mal versuchen hinzugehen und eine Runde zu holen. Denn wenn sie sich die ganze Zeit zurückziehen, sobald sie den First Frag verlieren, dann werden sie ihre Runden nicht mehr zusammenbekommen, die sie benötigen, um in der zweiten Halbzeit gut aufgestellt zu sein. Ja, jetzt sehen wir. Also ich meine, wenn man eine 3 gegen 5 Situation lieber sich zurückzieht und auf den Spot bleibt, dann sagt man eigentlich, okay, der Gegner ist viel zu stark für mich. Ich surfe über die Webs, dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr antreten, habe ich das Gefühl. Kommt wieder der Rush durch die Mitte, schöne Flash. Oh, und da steht jetzt mal der Nuki und macht und zwei Frags. Hades auch zweimal, ist einer noch im Spiel. Ah, die Bombe war nicht dabei. Jetzt kommt der Golf, Flex, Capius ist hier. Macht einen Frag, hätte durchdrücken können, der zweite auch noch drin. Und dritter, Change of USP. Was macht er? Macht den Frag nicht. Flex jetzt mit der Grand in der Hand, sieht eigentlich nicht genau, wohin sie soll. Zack. Und das war's. Schöne Runde. 7:4. Und wir sehen, wenn sie richtig aufgestellt sind, können sie auch im Unterzahlspiel bestehen. 11 Runden gespielt. 4 Runden haben wir noch. Theoretisch ist für Ukraine sogar noch der Halbzeitgewinn drin. Ja, theoretisch schon, wenn es dann auch so funktioniert. Also die Einzelleistungen, das sieht man bei Ukraine auch sehr, sehr schön. Die ist bei jedem Spieler da. Also die sind alles die absoluten Highskiller. Aber gemeinsam, es funktioniert nicht. Wie soll es denn da erst als Attacker sein, wo man als Team agieren muss? Da sehe ich ein bisschen schwarz für das Team. Andererseits, Pistolenrunde hat auch gut funktioniert. Die Runde 2. Und das bedarf ja auch einige Absprache und einiges an Koordination. Also so ganz planlos scheinen die Jungs ja dann doch nicht zu sein. Smoke, Flash ist da, sorry, Flash raus.
Das Maul kommt erst jetzt von Hanso und da wird natürlich Verwirrung gestiftet. Aber diesen 3-2er-Split, wo die Bombe bei dem 2-Split bei den zwei Leuten auf den kleinen Spot geht, jetzt hier haben wir einen 3-2er-Split, wo sie zu dritt auf den Spot geht, da machen sie schon sehr, sehr oft. Also so. Zu viert sogar war 4-1er-Split. Ja. Nuki ist hier nicht am Spot, Flex und Carpio werden es wieder reißen. Jetzt zieht sich hier wieder schön zurück. Ersten. Ah, oh, geht er direkt hin. Capio, eins. Ja, einen hat er holen können. Und damit 3-3 Stationen. Bombe jetzt eigentlich auf dem Spot. Gladi gibt Gas. Wo kommt Nuki? Der ist auch noch fast auf dem Spot. Wird hier jetzt gleich mit alles zu tun haben. Der hat 4 Hitpoints. Das hat gereicht. So, Knight noch. Zusammen mit Hanso. Hanso mit 10 Hitpoints. Sehr, sehr low. Nuki holt ihn. Knight, last man standing. 81 Hitpoints gegen Gladi 1 gegen 1 und Knight gewinnt dieses Duell damit 8-4. 3 Runden haben wir noch und wie gesagt, Knight macht einen Bärenjob. Er 18-6 seine Statistik nach 12 gespielten Runden. Also der Junge, wie gesagt, gestern brilliert, heute ebenfalls hellwach. Auf der anderen Seite ein Roman, der mit einer 7-8 Statistik hier sich, entweder er ist noch so aufgeregt von dem MVP-Award, andererseits, das letzte Mal, als er gewonnen hat, hat er danach gespielt wie ein junger Gott. Deswegen wundert mich ein bisschen, dass er jetzt hier nicht richtig auftritt. Sieht sich auch selber ein bisschen kritisch. Endlich mal ein AWP hier im Spiel, haben wir die ganze Zeit noch nicht gesehen. Aber bei Inferno nicht die richtige Map ist, um als Attacker einzeln zu brillieren. Du hast halt diese 4-1er-Splits, 3-2er-Splits, da muss halt alles sehr, sehr geordnet abgehen und jeder muss genau den Job machen, der ihm zugewiesen worden ist. Also da hat Roman nicht so viele kreative Entfaltungsmöglichkeiten. Das, aber trotzdem, natürlich könnte seine Ausbeute besser sein. Ja, macht den Nuki. Den Nuki, schön durch die Wand. Und hier Hanso wird jetzt hier wahrscheinlich auf Silent treffen. Silent übrigens macht ein ganz schlechtes Spiel. 2-9 nur. Ja. Geistungsverweigerung ist das quasi schon. Deswegen haben sie ihn jetzt auch auf den kleinen Spot gestellt, glaube ich. Gladi gegen Roman. Das ist also nur ein Frag macht Roman. Carpio wollte noch unter Liga ran. Und Flex, last man standing, muss gegen 3. Und ja, der tanzt hier allein auf dieser Party. Symbolisch für das für Team. Ihn, ja. Bleibt jetzt hier auch auf dem Spot. Da braucht er sich auch nicht mehr groß irgendwie auf den anderen Spot zu bewegen. Die Bombe, die wird er nicht mehr entschärfen können. 1-3 Situation. Kann er natürlich auch machen, aber nicht, wenn er so einen weiten Weg hat. 20-6. Knight macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Vielleicht eines der besten Finalspiele, das er bisher gemacht hat. Flex jetzt hier in dem Spawn-Eck. Also da muss man auch sagen, das ist das Eck, wo ihn, glaube ich, alle erwarten. Also wenn du deine Waffe safen willst, dann brauchst du dich nicht da in die Ecke setzen. 9-4, MTW baut die Führung aus und wir haben noch 2 Runden, die wir euch zeigen dürfen und ich bin gespannt. 9-6 wäre natürlich schön. Ja, 9-6 wäre durchaus schön. Da kann Okrana vielleicht, wenn sie ganz gut zusammenspielen, in der zweiten Halbzeit noch was reißen. Ansonsten, also es liegt an ihnen. Also für Okrana ist wirklich, man hat gesehen, sie können wirklich brillieren. Dann brillieren sie wieder eine Runde. Sieht man einen schönen Einzelskill, ob das von Carpio ist, ob das von Flex ist. Aber direkt darauf machen sie wieder Sachen, die hätte man von ihnen nicht erwartet. Flex hier wieder, jetzt diesmal komplett alleine auf dem Spot. Ich habe das Silent, können noch dabei sein. Silent, nee, auch nicht auf dem Spot. Das heißt, Flex ist komplett alleine. Zu viert sind sie jetzt hier am Großen. Zurecht. Ah, das hat, ist einer, der wirklich sehr, sehr gerne durchschießt. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwann mal irgendwo irgendjemand geholt hat. Ich glaube, deswegen jedes Mal durchschießen muss. Das ist so eine Fairy Tale, glaube ich. Ja. So. Also man kann da durchschießen, das weiß ich, aber. Ja, aber wohin? Ja. Der Silent, der kümmert sich um Scheiß. Ja. Hades, der aimt wahrscheinlich einfach nicht richtig. Ja, da muss man auch ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Hat dadurch aber natürlich schön dem Gegner angesagt, hallo, ich bin im Balkon, ich komme jetzt raus. So, schauen wir, wie das Silent das wahrnimmt, hat sich zurückgezogen auf den Spot. Nuki unter der Roman-Säule hier, wo haben wir Gladi. Blind, Flex, immer noch auf dem Spot.
Den haben sie irgendwie zurückbeordert, der muss da bleiben. Capio deckt von der City Base aus die Mitte. Und Hanso, ich weiß, wie er es gemacht hat. Hanso ist die Balkon runtergesprungen. Und war wahrscheinlich ziemlich low. Ah, das 14 Points. Flex 100, Capio down. Und Flex jetzt die One Man Machine. Da hat die Grand vorgearbeitet. Knights und Hades ist zu machen. Ja, gegen Hades auf jeden Fall. Gegen Knight wird das ein bisschen größeres Problem. Ah, da kriegst du. Geht einfach erstmal kurz nach. Ah, schade. Knight mit der AWP. Wer sonst? Nice Frag von ihm. Und AWP zwar noch verloren. 10 zu 4, letzte Runde. Und MTV macht hier den ersten Weihnachtswunsch. War, glaube ich, eine gute Runde. Erste Halbzeit auf dem Pferd und läuft nach Plan. 10 Attacker Wins für dieses Ukrainer-Team. Kaum zu überwinden, diese Hürde. Jetzt Hanso mit AWP, Capio, der sich hier rechtzeitig zurückzieht. Sehen wir jetzt zwei AWPs im Team und da hat Knight wieder auf AK geswitcht. Ansonsten mit zwei AWPs wäre schon ein bisschen 30. Ja, okay, Knight hat wieder AK. Hier die Mitte rauf. Also sie kündigen sich aber jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr früh an. Um dann dadurch vielleicht auch den Gegner nach hinten zu schieben, dass sie aus der Mitte weggehen, dass sie sich vielleicht nach hinten in den Sandkasten reinziehen und so MTW die Möglichkeit geben, die Mitte raufzukommen. Also Hades macht es wirklich jedes Mal. Ja. Der Erfolg bleibt einfach aus. Also ich glaube, der Erfolg bleibt einfach aus. Da passiert nichts dadurch. Jetzt geht Hades mal mit der Smoke nach vorne. Kann seine Teammates angreifen durch die Mitte. Schöne Koordination, schönes Teamplay. Und Ulti mit der Bomb. Jetzt geht vielleicht ein kleiner Tower gebaut. Ich weiß gar nicht. Nee, entscheiden sich nicht dafür. Okay, hier haben wir die AWP von Hanso. Knight sollte jetzt hier vielleicht mal flashen, um jetzt dann. Der Tower. Okay, einer ist im Sandkasten, das weiß er. Der Silent müsste das sein. Genau. Knight kommt raus. Sehr schön. Aber kriegt von Silent direkt serviert. Und zwar eiskalt. Okay, Silent steht auch immer noch. Hat jetzt endlich eine Waffe. Capio mit Diggle hilft ihm nicht viel. Hanso mit AWP steht gut. Ja. Silent, Last Man Stand. Nee. Einer noch. Der Gladi, okay, nein, den Wechsel, sorry. USP. Und er ist auch in diesem Spiel wieder Topscorer im Team. Zwar punktgleich mit Gladi, 12 Frags, aber hat weniger Death. Hat öfter mal die Weapon gesaved. Hat jetzt Famas hier in der Hand. Kommst du langsam raus? Gegen zwei muss er noch. Aber das wird ganz schwer. Nicht mehr gereicht. Und damit 11 zu 4 geht MTV nach einer Halbzeit in Führung. Und Knight mit einem hervorragenden Spiel 21 zu 7, gefolgt von Hades 20 zu 8. Und danach sind sie alle gleich. Roman, Hanso, Ulti 12 bzw. 11 Frags. Und da muss ich sagen, vor allem Hades und Knight, herausragender Job. Knight aber, muss ich sagen, das Tickchen näher, also der hat wirklich auch die wichtigen Runden dann geholt, 1 gegen 1 Situation, Unterzahlspiele, also. Er stand auch viel in der Kritik, der Knight, muss man sagen, ja, während der Saison. Oder nicht so, aber die letzten Wochen, muss ich sagen, hat er sich auf jeden Fall rehabilitiert und auf den Finals auf kann er diese Form bestätigen, ganz großartig. Und bei Ukrainer, ja, das könnten die letzten Runden sein von diesem Team, wie wir das hier kennen, wie wir es kennen und lieben gelernt haben in den letzten Monaten. Und schade vor allem, dass ein Meister so möglicherweise abtritt. Sollen wir Schweigeminute einrichten? Vielleicht später, oder? Vielleicht später, ja. Aber nur vielleicht. Oder nur vielleicht. Tendenziell nicht. Nee. Sind sie nämlich vollkommen selber dran schuld. Ich finde es nicht nur schade, ich finde es vor allem traurig, dass man sich da nicht reißt, dass man dann nicht einmal sagt, okay, wir versuchen es jetzt noch, wir holen jetzt noch die Kohle ab, wir holen jetzt noch den Film ab. Und ja, aber das macht heißt wieder, endlich wieder so ein Körper. Das heißt da aber auch Tümpel zum Beispiel, rein. Es geht halt nicht nur mit Geld, es geht auch nicht nur um Geld, es geht auch um Freundschaft, um Vertrauen, um Loyalität. Ja, und sicher. Insofern, das sind auch Attribute, die man hochhalten muss für ein erfolgreiches Team. Das könnt ihr euch ja bei den drei Steps zur Clan-Gründung mit aufschreiben. Hier erstens, ne, Kumpels, zweitens müssen cool sein, drittens sollte auch nochmal irgendwie Skill haben. Und ansonsten. Die ersten beiden Sachen kann man beeinflussen. Die dritte Sache kannst du einfach nicht beeinflussen. Entweder du hast Skill, du bist der geborene Skiller, oder du
bleibst ja, weiter. Wobei, jetzt hast du gerade die These, Übung macht den Meister, ausgesetzt. Bitte was? Ist schon okay. Bisschen laut hier oben, ne? Oh. Naja, wir schauen uns an bei MTW, da fehlen jetzt gerade noch ein paar Spieler. Der Hades, der musste mal noch eine Runde rumlaufen. Hat ihn doch ein bisschen nervös gemacht, gell, die ganze Sache. Das liegt wahrscheinlich auch an der Mütze mit der Taschendisco auf dem Kopf. Kann ich einfach nicht verstehen. Ja, wir verfolgen. Können wir ganz kurz zu MTW rüberschauen? Als, ja, vielleicht zu MTW rüberschauen? Wenn wir da jemanden haben. Wir sollten vielleicht bei Ukraine vielleicht auch mal zwischendurch reinschauen. Versuchen Sie jetzt noch zu kommunizieren? Versuchen Sie noch da irgendwas zu reißen? Oder ist die Motivation jetzt so weit am Boden, dass man sagt, ey, Jungs. Ich meine, MTW, wenn die jetzt die Pistolenrunde gewinnen, dann brauchen sie noch 4 Runden, dann hätten sie ja, das aus. Spiel gewonnen. Dann wäre MTW im Loser Bracket Finale. Wir sind ready, schreiben deswegen Go, Go, Go und hoffen auf einen baldigen Beginn. Beide Teams wollen natürlich hier nicht so viel Zeit vergehen lassen. Okay, und sind beide Teams auch ready. Da sehen wir auch gleich den Restart. Auch keine Besprechung mehr bei Ukraine. Also sie haben auch gestern nach dem verlorenen Match auch keine Besprechung mehr gehabt, haben sich keine Gedanken darüber gemacht, was jetzt mit ihnen passieren soll. Finde ich schade. Ich glaube, es ist einfach keine Erwartung verknüpft gewesen mit diesen Finals nach den Geschehnissen der letzten Tage. Trotzdem. Und ja, wir sehen Knight hier im Bild. Wie gesagt, großartiges Spiel gemacht, hoch konzentriert sieht er immer aus. Nuki, Silent, Carpio Flex und Gladi, die aktuellen Champions der ESL Pro Series gegen Hades, Ulti, Knight, Roman und Hanzo. Kleiner Applaus mal von unserem Publikum bitte für die zweite Halbzeit dieses Matches. Und möge es noch möglichst lange dauern, denn wie gesagt, 5 Runden würden MTW genügen. Und wir wollen natürlich, dass Ukraine sich hier nochmal wirklich die Zähne ausreißt. Ja, auf jeden Fall die Haare ausreißen sollen die sich und sollen die jetzt wirklich nochmal Gas machen. Wir wollen ein spannendes Spiel sehen hier. Ja, MTW offensiv. Ja. Ja, hat nicht geklappt. Ganz hier. Oh, Hanzo Knight, die als First Frag. Wir haben gesehen, das war hier eine Galerie, wo Roman auch ein Frag, nice. Offensiv Spielwart. Kommt hier gut an. Also wo die MTWler hier rumlaufen, Capio mit 8 Hitpoints. Da kommt nicht mehr viel an und Roman macht hier die erste Runde klar für MTW. Pistolenrunde gewonnen und das Spiel wiederholt sich. Auch gestern gegen SK hat MTW beide Pistolenrunden geholt, im Unterschied aber das Spiel dann im Endeffekt verloren. Selten gesehen sowas. Nicht aus. Trotzdem jetzt hier nochmal die Pistolenrunde, die Eco des Gegners zu verlieren, das wird MTW, glaube ich, nicht nochmal passieren. Vor allem ist es natürlich auch als Attacker ungleich schwieriger, eine Eco zu gewinnen. Roman, 100 Hitcoins, 100 Hitcoins, klar, macht einen Frag, schon auf dem Konto, Knight legt nach. Okay, Knight ein Hades hier, jetzt wird der Hanzo hier wieder offensiv mit MP5, kann hier noch einen holen, er finisht hier noch den Carpio. 2-0, also es sieht danach aus. Ja, 3 Runden brauchen sie noch. Als wäre das eine Expresslieferung ins Loser Brackets. MTW will da schnell durch. Ukraine steht da nicht mehr so sehr im Weg, aber wir schauen uns das an. Vielleicht doch noch ein Aufräumen in der Equip-Round. Bombe nicht geplantet, nicht mehr ansatzweise auf uns kommen. Ulti First Track, Flex. Ich glaube, da ist auch keine Absprache jetzt vorhanden im Team. Da wird einfach gemacht, jeder macht, was er will. Flex, last man standing. Ja, hatte hier natürlich keine Chance, wird von allen Seiten eingekreist, dann auch noch geflasht. Da bringt auch die Deagle nix. Oh, sehr schöne Hände. Macht zwar den Frag, aber das 13-0. Kein Applaus für MTW, denn es ist nur eine Runde. Naja, für die Overtime. Und 2 Runden würden genügen, dann hätte man in Schnelldurchlauf die nächste Runde erreicht. Ja, wir sehen jetzt hier bei den Attackern eine Eco. Entschuldigung, keine Eco, sondern eine Buyround. Haben jetzt hier AK kaufen können. Aber was MTW hier macht, sie wissen ganz genau, sie haben den Gegner gebrochen und
Der Gegner hat sich selbst gebrochen. Genau, der hat sich selber gebrochen. NTW hat da nichts mit zu tun. Capio, Sal, nein, Teamkill gegen Ulti. Selber ab, ja. Mein Gott, so verzweifelt sind sie schon. Der Ulti sollte sich mal fragen, das ist der zweite Teamkill an ihn in diesem Match. Ob er nicht vielleicht sein Match bis zu hier reinläuft. Nuki sind die Letzten bleiben. Nuki last man standing, 4-0. Und das wird jetzt, ich werde es prognostizieren, die letzte Runde sein. Für Okrana Arti. Können wir mal ganz kurz Okrana sehen? Schaut euch diese Jungs noch einmal an. Flex, Nuki, ja, die links daneben haben wir den Silent und dann Capio. Okrana wird es in dieser Form nicht mehr geben. Die letzte Runde dieses Teams, das, was wir hier sehen, ist nicht mehr schön. Ja, einige haben gekauft. Sind sie noch rausgeleiert. Flex hat noch eine AK bekommen durch den Frag in der Runde davor. Aber das bringt doch alles nichts mehr, die Armen. Ein bisschen tun sie einem schon leid. Ja, habe ich kein Mitleid, ehrlich gesagt. Du hattest jetzt zwar erfolgreich einmal First Frag gegen Roman, hat nicht erwartet, aber Hanzo gleicht das gleich wieder aus. Capio mit der Bombe, weiß auch nicht genau, wo es hingehen soll. Flex, das ist hier, also wenn ich Free for All spiele, Public, dann sieht es geordnet aus. Ah, jetzt hier mit AWP in der Mitte. Ulti hat die Position, die Nuki in der Hero-Zeit hatte. Stehen sie zwar nochmal, schießen noch ein bisschen präventiv. Aber das ist ein orientierungsloser Haufen, der sich hier gerade. Haben wir eigentlich Game Room Sound? 13 Points. Nuki gegen Ulti, 13 Points nochmal Flex. Ulti hat eben ganz viele Frags gemacht, vielleicht war das jetzt nochmal wichtig. Capio rückt durch die Mitte nach, Hanzo, Knight kommt jetzt von hinten, wird von Capio geholt. Also, vielleicht noch ein kleines, doch nicht die letzte Runde. Kleines Aufbäumen. Aber selbst Hanzo mit seinen 19 Hitpoints, wenn er jetzt hingehen würde, wer weiß, was er da noch machen könnte. Ja, schießt das Magazin leer, genau. Tut der Wand weh. Macht deinen Ärger Luft. Mein lieber Martin. Die Overtime ist noch drin für Okrana. Dazu müssten 11 Runden jetzt gewonnen werden. Eine können sie wohl noch einstreichen, eine Ehrenrunde. KP macht sie eben klar. 1-4. Kleiner Applaus für Okrana nochmal. Totgesagte leben länger, wie gesagt. Da hat es MTW vielleicht schon zu sicher geglaubt. Knight dann auch mit einer kleinen Schwäche gegen Capio in der Mitte. Hat ja, also ich meine, die zeigen sich auch viel zu offensiv. Ach, und sind einfach gehen einfach auf den Gegner drauf. Ich meine, Cetus müssen keine Bombe legen. Können den Gegner schön kommen lassen. Machen sie aber nicht. Sie wollen hier wirklich schnell fertig machen. Kann man auch schon. Ja. Passiert auch einem Pro-Gamer mal. Ist auch echt hoch, das Tor, muss man wirklich sagen. Eine Position hier von Knight. 4 Hitpoints aber nur noch für ihn. Ja, und jetzt drehen sie hier auf. Sein und Capio marschieren Richtung B. Dort orientiert sich jetzt auch der Roman hin. Auch wenn es nur eine Digi-Round ist bei MTW. Zwei verbleiben nur noch. Einer, das ist der Roman, der hat sich eine Waffe kaufen können. Und der wird doch hier auf dem Spot bleiben. Ja, vielleicht sind sie jetzt aufgewacht. Vielleicht ist Okrana jetzt auf einmal aufgewacht und haben sie gedacht, ey, was machen wir hier eigentlich? Wieso? Weiß ich nicht, am Riemen. Frag. 2-4, kleiner Applaus für Okrana. Gib mal ein bisschen Gas, Jungs. Vielleicht helfen ja Good Vibes für Okrana. Positive Schwingungen. Nachdem wir sie jetzt gerade so gefragt haben. Nachdem wir sie schon begraben haben. Weil von dir, Gas, ich will nicht die Gottezahlen vorsagen. Ja, warte mal ab. Wie gesagt, totgesagt, die leben länger, aber da. Ist eigentlich, naja, jeder kann das für sich selbst bewerten, wie er bewerten will, aber das ist nicht das Okrana-Team, das wir gerne gesehen hätten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Okay, jetzt sind wir hier weit gefächert, Capio. Und jetzt Richtung B. Flex geht hier gar nicht nach vorne. Da kommt eine AD. Ja, ach, das gibt Points. Oh, wow. MTW. Muss aufpassen, dass ja, jetzt hier noch mehr Runden verschenken. Ja? First Tracking Ulti, wie gesagt, Ulti war so ein Unruheherd bei den Defendern, also hat er immer mal wieder ein, zwei Fracks gemacht in den ersten Runden, also schon mal wichtig, dass der weg ist. Roman jetzt mal mit AWP auf dem B-Spot, auch bei Hades, sehen wir auch nicht allzu oft, 16 Hitpoints.
Ja. Knight legt nach gegen Gladi. 6 Hitpoints nur noch bei ihm. Oh, mit Ave am kleinen Spot. Capio, Flex, Silent. Das ist das. Die einen noch gut im Futter stehen, muss man sagen. 100 Hitpoints bei Silent, 91 bei Flex und Capio um die 30. Und das dürfte eigentlich ein gerechtes Spiel sein, hier für Flex oder für Capio, den Hades da zu holen mit seinen 16 Hitpoints. Andererseits, wenn der einen glücklichen ersten Schuss setzen kann. Flex holt den Knight hier. Schön. Ja, sehr schön. Im letzten Schuss vor allen Dingen in seine Augen. Und Hanzo macht das Hanzo hier mit einem schönen Double Frag. GG. Das Wahnsinn. War die letzte Runde, die erste Runde des Lower Brackets zwischen MTW und Okrana, die Nikoläuse Amsterdam noch geschafft. Und die warten jetzt erstmal ganz entspannt auf den Gewinner der nächsten Partie. Und die lautet SK Gaming gegen Mousesports. Wir freuen uns auf ein weiteres hochklassiges Match. Wir sehen die Spieler hier schon langsam antanzen und geben dir natürlich noch genug Zeit, sich einzuspielen etc. pp. Gleich das Nachinterview mit einem Vertreter von Okrana und einem von MTW. Und da werden wir auch die letzten Facts zum Spiel diskutieren. Ich würde sagen, kleine Pause und bis gleich. Bis gleich. Wir kommen zum obligatorischen Nachinterview und ja, du musst uns wachsen.
Hast gute Laune? Zufrieden mit der eigenen Leistung? Ja, mit der eigenen Leistung bin ich nicht zufrieden, aber was das Team anbetrifft auf jeden Fall. Im Vergleich zu gestern, die Stimme war komplett anders. Es war einfach diesmal so ein Team. Und auch mehr geredet miteinander, mehr angesagt. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir gestern so ein bisschen schleifen lassen, weil wir gedacht haben, wir gewinnen eh. Und jetzt mal richtig Gas gegeben. Aber gesehen, auf den Fall ist halt doch ein bisschen was anderes. Ja, souverän gespielt gegen Okraner, vielleicht etwas leichter als man erwartet in der ersten Halbzeit, als auch in der zweiten. Nächster Gegner, reden wir direkt über die Zukunft, Mausports oder SK, was vermutest du? SK. SK, gut, das ist eine klare Ansage, dich haben wir noch oft genug gesehen heute, deswegen lasse ich dich erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Flex, kannst du offiziell verkünden, ist es dein letztes Spiel gewesen als Okraner-Spieler? Das wird sich zeigen, also es wird das letzte Spiel sein mit dem Team. Okay, das heißt, du wirst nicht mehr weder mit Capio, Gladi, Silent oder Nuki zusammenspielen? Auch das wird sich noch zeigen. Also es ist das letzte Spiel gewesen, das mit diesem Team in der Konstellation stattgefunden hat. Alles klar. Kannst du dir noch vorstellen, nachdem was passiert ist, was ja ein bisschen ominös ist, weil keiner die ganze Wahrheit kennt, mit Capio zum Beispiel zusammenzuspielen? Wir haben gesehen, ihr habt zusammen den B-Sport, den kleinen Sport gedeckt und man kennt euch ja beide eigentlich als Mates eigentlich. Ja klar, also Capio ist eine der Personen, die ich am längsten überhaupt kenne, mit dem ich praktisch die ganze Zeit über in Teams zusammengespielt habe und vorstellbar ist auf jeden Fall. Was hast du für Gefühle, wenn du an die Zeit bei Okraner denkst? Bist du da verbittert jetzt am Ende oder ist das für dich ein guter Abschluss für diese Zeit bei Okraner ACI? Es ist vielleicht ein guter Abschluss, hier nochmal auf den Finals gespielt zu haben. Der vierte Platz ist irgendwie bitter, jetzt hier als letzter zu stehen. Als letzter der vier Teams, besonders weil wir jetzt halt letzte Saison gewonnen haben, das Ganze. Ist jetzt halt der krasse Unterschied. Ansonsten auf die Zeit bei Okraner blicke ich eigentlich übermäßig positiv zurück. Es war die erfolgreichste Zeit für mich persönlich, was die Turniere und die ganzen Spiele an sich anbelangt. Und ich denke, dass ich mich persönlich auch bei Okraner am meisten entwickelt habe als Spieler. Kann man sich noch gegenseitig in die Augen schauen? Kann man jetzt auch Hände schütteln und sagen, danke für die Zeit? Oder ist dafür momentan die Grundlage nicht gegeben? Größtenteils schon. Andererseits vielleicht auch nicht. Also an sich schon, ja. Ich nutze es einfach mal, dein Fachwissen als Spieler und werde dich mal prognostizieren lassen, was wir denn sehen werden. Wir haben jetzt Mausports gegen SK. MTW wartet heute noch auf den Verlierer dieser Partie. Was traust du SK gegen Mausports zu? Schwierig zu sagen. Ich habe das Spiel gestern SK gegen MTW nicht verfolgen können. Wir waren zu Hause. Ja. Ich habe mir auch sagen lassen, SK scheint ziemlich gut gespielt zu haben. Trotzdem denke ich nicht, dass die Mausports irgendwas entgegensetzen können. Also da ist doch noch eine ganze Klasse, sollte normalerweise eine ganze Klasse Unterschied sein. Gehen wir mal vor mit einem theoretischen Modell und gehen wir davon aus, dass SK der Gegner sein wird von MTW. Du hast gegen MTW gespielt, du weißt, wie wir drauf sind, du kennst die Tagesform. Würdest du dann da wiederum sagen, dann wird es etwas knapper werden? Würdest du da Chancen ausrechnen für ein... Die Tagesform von MTW ist sicherlich gut. Dazu muss man zwar sagen, dass wir in diesem Spiel auf dem ganzen Wochenende hier überhaupt für keines der Teams, das gegen uns gespielt hat, ein wirklicher Gegner war. Das muss man einfach so sagen. Trotzdem schätze ich MTW als besser ein und das Ergebnis von 16-6 oder was das aus dem ersten Spiel war, ist für mich auch völlig unverständlich. Also normalerweise sollte MTW das bessere Team sein. Also theoretisch, folgend mit deinem Modell, haben wir am Ende Mausports gegen MTW im Finale, was ja auch interessant ist. Aber noch hat es gerade ein Wörtchen mitzureden, das wird das nächste Spiel sein. Eine persönliche letzte Frage an dich. Bist du noch motiviert oder angriffslustig in der neuen Saison mit einem neuen Team, mit neuen Spielern wieder die Finals anzupeilen? Du sagst es, neue Saison, neues Team, neue Spieler, geht alles von vorne los. Ich lasse mich jetzt nicht von einem von diesen vielen Turnieren runterreißen. Bist du mit vollen Herzen dabei? Aber klar, na sicher. Sehr gut, das wollte ich hören. Danke Roman, wir sehen dich eh gleich nochmal wieder und dir wünsche ich noch einen schönen Abend und vielleicht verfolgst du die Veranstaltung noch bis zum Schluss. Ihr Jungs, ihr habt noch lange nicht Schluss, denn wir machen weiter. SK gegen Mausports ist das nächste Match und der Verlierer daraus dann gegen MTW. Das werden wir heute alles noch sehen. Bleibt dran, kleine Pause, bis dann.